Hallo liebe Freunde, heute gibt es ein bisschen Mathematik auf meinem Kanal. 600 mal 2 sind 1200 und 1200 mal 2 sind bekanntermaßen 2400. Herzlich willkommen zurück hier beim Yogi in der Ecke. Freut mich, dass ihr heute mal wieder dabei seid, denn heute schauen wir uns ja die neuen Fritz-Repeater an. Das Modell 600 und das Modell 1200 in diesem Unboxing erstmal. Für das Modell 2400 werde ich ein separates Video machen. Die beiden hier, ja, die gleichen sich aber nicht nur durch die Verpackung schon fast, sodass ich die euch hier eben in einem Video präsentieren möchte. Auch die Repeater selber sehen fast gleich aus, wie ihr schon auf der Verpackung sehen könnt. Der einzige Unterschied ist eben ja die maximale Geschwindigkeit sozusagen, die in der Theorie kombiniert erreichen können. Das liegt in erster Linie an den unterstützten WLAN-Standards. Das können wir hier auf der rechten Außenseite der Verpackung nämlich sehen. Während der WLAN-Repeater 600 nur das klassische N-WLAN mit bis zu 600 Megabit in der Theorie unterstützt, kann der 1200er hier, ja, wie gesagt, eine kombinierte Geschwindigkeit von 1200 Megabits in der Theorie erreichen, dadurch, dass er das etwas modernere AC-WLAN-Band, also das 5 GHz WLAN-Band, auch verstärken kann. Dieser 600er Repeater hier, der verstärkt nur das klassische 2,4 GHz WLAN-Band. Und ja, diese hohe Geschwindigkeit des 1200er Repeaters hier, die ermöglicht es eben auch, hier noch sogar einen Gigabit-LAN-Anschluss, also einen ganz klassischen Netzwerkstecker am Gerät anzubringen. Hätte man natürlich hier beim 600er in der Theorie auch machen können, nur hätte man dann nicht mit Gigabit-LAN werben können. Außerdem braucht man ein kleines und ein großes Modell, von daher geht das schon in Ordnung. Auf der linken Außenseite seht ihr nochmal links 1200 und rechts 600 die Features im Einzelnen. Da seht ihr eben nochmal auf der linken Seite wird auch das 5 GHz Band unterstützt mit bis zu theoretischen 866 Megabit. Ansonsten gleicht sich die Ausstattung natürlich, wie gesagt, bis auf den zusätzlichen LAN-Port beim Modell 1200. WLAN-Mesh ist an Bord für die automatische Abgleichung, Angleichung von WLAN-Einstellungen, Frequenzbändern und so weiter. Wenn ihr mehrere WLAN-Geräte in eurem Netz verwendet, ja, das Ganze ist tatsächlich noch verschweißt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Deswegen erstmal eine kleine Befreiungsaktion hier. Wir fangen mit dem Modell 600 an und sehen, ja, dass das wirklich winzig ist. Das ist überraschend klein, aber naja, was hätte ich erwartet in diesem kleinen Karton? Da sehen wir noch ein bisschen Papierkram. Den holen wir auch mal eben raus. Das Teil befreie ich schon mal hier. Ist hier schön eingeknotet in die Pappe. Und ja, mehr ist eigentlich hier schon gar nicht drin. Mehr brauchen wir auch nicht. Wie sich das für die AVM-Geräte gehört, durch eine blaue Schutzfolie natürlich geschützt. Eine kleine LED, grauer Fritz-Aufschrift hier und den Connect-Button. Damit können wir per WPS, Wi-Fi Protected Setup, die Verbindung zu unserem Hauptrouter zum Beispiel ganz einfach per Tastendruck herstellen. Hier hinten, das ist auch ganz cool, ist das ein Adapter vom Euro auf den Schuko-Stecker. Genau, das ist ganz cool, damit das Ding in entsprechenden Schuko-Steckdosen, das ist jetzt hier der Euro-Stecker, damit es in Schuko-Steckdosen stabiler sitzt, können wir hier diesen Adapter sozusagen draufschieben. Dann wackelt das nicht so hin und her in den großen Steckdosen. Sehr cool mitgedacht auf jeden Fall. Und da unten haben wir dann ja den Standard-WLAN-Netzwerkschlüssel für das provisorische WLAN, welches der Repeater unter anderem für die Ersteinrichtung zur Verfügung stellt. Das schauen wir uns natürlich alles nachher auch in den entsprechenden Einrichtungsvideos an. Erstmal eben hier die kleine Schnellanleitung fürs Modell 600. Da sehen wir den Lieferumfang, Repeater und Schuko-Adapter zeige ich euch gerade. Genauso zeige ich euch auch die Bestandteile des Geräts. Hier seht ihr die Bedeutung der LED-Anzeige, während der Repeater sich zum Beispiel mit einem Netz verbindet, während er verbunden ist oder keine Verbindung herstellen kann. Ja, wie wir das Ding in die Steckdose stecken, denke ich, kriegen wir noch alle hin. Dann hier, wie gesagt, die Knopfdruck-Verbindungsmethode per WPS. Auch das zeige ich euch natürlich gleich alles ausführlich noch im Video. Ist alles unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und das hier wäre dann eben die vollständig manuelle Einrichtung ohne WPS-Tastendruck und sowas. Hier haben wir noch ein paar allgemeine Beschreibungen. Die Verwendung der Fritz-WLAN-App und die Entsorgung. Nö, entsorgen möchte ich das eigentlich noch nicht, denn es sieht wirklich schick aus. Klein, aber fein, würde ich sagen. Hier unten noch ein paar Lüftungsgitter. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal das größere Modell hier an, den 1200er. Das Auspacken und Reinschauen natürlich wenig überraschend, doch eigentlich schon, denn es ist keine blaue Schutzfolie drauf. Das haben wir selten. Was aber wenig überraschend sein dürfte,
ist die Anleitung. Ja, da brauchen wir nicht groß reinzuschauen. Die haben wir im Endeffekt gerade schon gesehen. Bis auf die Tatsache, dass hier noch ein LAN-Kabel dabei ist für den LAN-Anschluss mit 3 nummeriert hier. Wie gesagt, da ist ein Netzwerkstecker dran an dem Gerät. Damit können wir dann zum Beispiel, wie ihr das hier abgebildet seht, auch weitere Computer oder Endgeräte per Netzwerkkabel ganz klassisch ab dem Repeater sozusagen verbinden. Oder wir können im Modus LAN-Brücke die Hauptverbindung zu unserem Router auch per Netzwerkkabel herstellen. Dann ist das genau genommen kein WLAN-Repeater, sondern ein WLAN-Access-Point. Auch das zeige ich euch gleich alles ausführlich in der Einrichtung. Wir schauen uns den 1200er mal eben an und der ist tatsächlich eine ganze Ecke dicker und wuchtiger. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Kommt auch mit Schuko-Adapter und wie gesagt hier mit zusätzlichem LAN-Kabel. AVM üblich, flach, eine Seite gelb und eine Seite weiß. Wie gesagt, entweder für die Verbindung zu eurem Hauptrouter oder für den Anschluss eines PCs, einer Spielekonsole, eines Fernsehers oder sowas. Ja, schade eigentlich, dass es keine blaue Schutzfolie ist. Die haben mir immer gut gefallen. Aber ansonsten sieht er wirklich ja, wie der große Bruder des 600ers aus. Einfach ein bisschen größer geraten, ein bisschen dicker geraten, ein paar mehr Lüftungsschlitze. Und jetzt kommt es an der Unterseite, nämlich den Gigabit LAN-Port. Und auf der Rückseite hat das gute Ding, genau wie sein kleiner Bruder auch, den schönen Schuko-Adapter. Da hat er vor allem wirklich schön mitgedacht. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen eigentlich, sondern mich immer um rumwackelnde Geräte geärgert in der Steckdose. Auch wenn ich den jetzt hier gerade nicht mehr abbekomme, der sitzt sehr stramm. Naja, versuchen wir das später nochmal. Standard-WLAN-Netzwerkschlüssel, genau das gleiche wie auch beim 600er-Modell. Ich würde sagen, mehr kann ich euch dazu jetzt erstmal nicht erzählen. Ich habe euch die technischen Unterschiede und die optischen Unterschiede hier ein bisschen dargelegt. Wenn ihr an der Einrichtung, wie gesagt, der beiden Modelle interessiert seid, dann habe ich euch die entsprechenden Anleitungsvideos unten in der Videobeschreibung bereits verlinkt. Für das Modell 600, 1200, aber auch für das ganz große Modell 2400. Findet ihr alles unten. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch für eure Zeit, für diesen Ersteindruck hier der beiden kleinen boxförmigen Repeater. Würde mich freuen, wenn ihr mir dafür eine positive Bewertung oder ein kostenloses Kanalabo natürlich da lasst. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus, wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt. Und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.